komm. Boah. Hat der eigentlich irgendwelche besonderen Treffer zu sehen, oder? Das Fiese ist diese Rakete, diese Raketen vor uns, das Raketen antäuschen und dann diesen Laser loslassen. Oh. Wir haben es bald, der hat schon über die Hälfte runter. Ja, der war sogar schon. Oh fuck. Müssen die eigentlich schon wieder hier rüben? Ja, er fliegt hier, da kommen wieder Laser. Jo. Alter, tot. Ich nehm dir. Danke. Runter. Du musst hier übelst in Bewegung bleiben. Oh, krass. Okay. Oh, war das knapp. Vorsicht, Raketen. Alter. Ich finde den Gegner gar nicht mal nervig. Irgendwie. Ich finde es gut. Brauchst eine schöne Taktik. So ein bisschen. Nächstes Mal ein Boss mit Taktik, ja. Das stimmt. Und ihr habt ja immer gesagt, langweilig. Immer dieselben Gegner. Ja, das stimmt ja. Ja. Mich hat entschärft. Okay, jetzt hat er wieder Schutz. Schild. Jetzt müsstest du aber wieder da sein, Odin. Ja, ich hab 2 Granaten raufgeballert. Ja, jetzt müsstest du aber gleich wieder da sein, Odin. Wenn. Hä? Ja. Die Strikes von Destiny waren doch nicht nervig. Verstehe ich nicht. Schild runterschießen. Und immer runter mit dem Schild. Keine Munition mehr. Und das Schild ist weg. Ja. Gut, sehr gut. Der brennt auch. Achso, das Feuer wegen mir. Nee, der brennt auch so. Okay, jetzt macht er bestimmt wieder eine andere Taktik. Granaten? Raketen, wenn ich. Mist. Knapp dran, Crash. Scheiße. Ich bin tot. Mach doch dumm. Ja, vielleicht kommt nochmal Laser. War langwierig, die Gegner. Ja. Hey, Dings. Laser. Bei Strikes. Runter. Am besten immer unten bleiben. Pass auf, jetzt kann er. Oh. Jetzt bewegt er sich noch sogar. Der fliegt da runter mit Laser. Ich bin tot, glaube ich, oder? Ich bin auch am Arsch. Ich lebe noch. Fuck, pass auf. Komm mal. Oh, jetzt liegt unten im Dreck. Oh nee, lol. Komm her, komm schnell. Pass auf, noch mehr Laser. Pass auf, runter, bleib unten. Jetzt geht's schnell los, kommt. Helft uns. Wer auch immer. Wir sind wieder auf einen Punkt. Jo, genau. Vorsicht, Laser. Oh, ich bin schon wieder tot. Der ist nicht rüber, der ist nicht in Deckung gegangen, sondern rübergesprungen. Mann, verfluchter. Boah, Alter, ist der. Nervig. Ja, gut, hast recht. Ja, nervig. Das heißt jetzt einfach nur auswendig lernen, was er macht. Nichts anderes. Ja, aber das ist jetzt die letzte Aktion, wo ja nur noch Laser, was der gemacht hat. Was war denn das jetzt? Die 4. Stufe, wa? Ja. All meine Arbeit. So, Fuse auf dem Ruf, gleich. Ja, einfach die Fresse. Also nicht du, wenn den Vorrat. Oh, werden wir mal. Doch, immer das Scheiße. Boah, Mann, ey. Ey, es liegt schon beim Dreck, oder? Nein, ich will weg. Weg. Jetzt hat's mich entschärft. Ja, ich mich auch. Wir werden diesen Planeten erneuern. Bei Mann im Dreck. Wow. Ja, er ist weg. Weg. Gut, ja, er haut aber auch. Oh, ich bin gefangen. Odin, hinter dir, hinter Odin. Ja, warte, ich hab nur kurzzeitig unendlich Schuss. Ich muss Raven für diesen Anzug danken, falls noch jemand lebt. So, Fuse-Waffen raus. Versuchen wir etwas Neues. Meine kommt nicht so weit. Höre ich da den Klang eines überhitzten Warp-Gewehres? Laser. Müssen wieder Laser kommen, genau. Versuchen wir doch mal etwas anderes. Komm da gleich. Ach scheiße, jetzt ist meine Mutti wieder alle. Granaten, reden wir nicht. Ja, ich renn aus der Explosion Laser. Raus und trotzdem am Laser! Gut. Zweimal oh. Tot. Ich hab den Glatz Laser. Geh jetzt weg hier. Das ist Mutti. Wir dürfen auch nicht zu weit von. Sein Schutzschild ist weg. Wie auch immer das weggegangen ist. Weil ich drauf gebeutet. Ach, mach doch mal über die Schätze der Deckung. Was? Na! No! Gerade eine Deckung gefunden, die kommen wir schon wieder mit der Scheiß Rakete.
Ketten. Oh, scheiße, ich bin gefangen. Zurück. Ich hab ja gesagt, nee, Ketten. Blut. Komm mal. Wo bist du, oben oder unten? Nee, ich hab mich irgendwie selber befreit. Oder? Oh, den kommen wir mal zurück, damit wir nicht so, so weit weg sind. Fuck. Oh, fuck. Weg hier. Hörst du das schon immer an dem... Du musst schon wegrennen. Kleiner, mieser Scheißer. So, okay. Jetzt kommen wieder Laser gleich. Wo denn? Da. Und da. Boah, dieser Penner, ey. Laser. Ist gleich hin. Nee. Bin am Arsch. Komm mal schön krabbeln, wo ich richtig bin. Komm mal, bleib da einfach nur, wo du bist. Danke. Alter. Gute Phase, ja? Wofür kämpfen sie eigentlich? Es gibt keine andere Lösung. Energie umgeleitet. Ist gut. Am besten nah beieinander bleiben, gegen den Laser. So, jetzt brauchen wir Fuse-Waffen hier. Fuck, Mann, weg hier. Na komm. Ja, gleich wieder weg. Schild ist weg. Schild ist weg. Die Menschen verdienen ihr Mitgefühl nicht. Sie brauchen... Wir kommen Laser. Boah. Ich hab doch gesagt, da ist Laser. Da war ich schon in der Mitte. Was willst du denn in der Mitte? Ja, der Verschiebung. Munition holen. Laser. Alter, hab ich ein Radschwein gehabt? Ich hab grad Odin ihr rettet, hab mich dadurch geduckt und dadurch hat mir Laser mich nicht. Odin, mich steh nicht mal nicht dort sinnlos rum, mach mal, duck dich mal ab. Schon wieder Laser. Oh, diese. Oh, fuck. Fuck. Alter, ich muss weg. Wir haben ihn gleich, gleich hammer, wir haben ihn gleich. Granaten. Oh nein, jetzt ist er weggehüpft. Ja! Oh, nicht da hoch. Oh. Gleich ist er weg. Wir haben ihn! Ja! Ja! Ja, du Penner! Hat eine Erleichterung. Boom. Ah, ich habe ohne Granate hingeworfen. Könnte Beta-Granaten gewesen sein. Einfach mal Testsprung zum Raumschiff. Granaten habe ich gar nicht so viel benutzt, weil der ständig die Position gewechselt hat. Hat irgendwie nichts gebracht. Doch, ich hab jetzt, bei dem jetzt habe ich es oft benutzt. Ja? Jetzt bei der letzten Runde. Weil ich gedacht habe, warum schieße ich denn mit den scheiß Granaten? Die ziehen doch richtig ab. Mhm. Anstellen! Vorsicht! Der Angriff auf München war für die Öffentlichkeit das Werk von Raven-Fanatikern. Unser Geheimdienst wird es als eine Art experimentelle chemische Bombe darstellen. Der Liquidierungsbefehl ist inzwischen außer Kraft. Sie und Devereaux sind sie feiert gerade mit. Mit Fables Gruppierung werden wir uns intern befassen. Wer sind die? Devereaux Tochter ist tot. Er sollte es wissen. Sie nennen sich selbst den Grigori-Orden. Und bis gestern waren wir uns nicht mal sicher, ob sie überhaupt existieren. Ab jetzt wird alles noch schlimmer. Das modifizierte Fuse mag fort sein, aber der Rest ist noch da. Die Grigori werden danach suchen. Und ohne ihr Team bezweifle ich, dass wir sie aufhalten können. Oh. Ich hab irgendwelche Kräfte gekriegt. Ich hab so geleuchtet. Cool. Also kommt noch ein zweiter Teil und da haben wir alle Superkräfte. Vergeudung einer Raumstation.
Noch eine Trophäe. Gruppenumarmung. Boah. Ja, weil wir als Gruppe durchgespielt haben. Echt jetzt? Das war's, ja. Das war's, boah. Lars. Hast du noch nicht mal angefangen mit? Ist aber ein Scheißende, muss ich sagen. Weil, weiß ich nicht, das ist ja alles offen gehalten, sozusagen. Ja, also, na, damit wir noch einen Teil machen können, wo wir Superkräfte kriegen. Ja, wo die halten sich die Tür offen, falls das Spiel wirklich einschlägt wie eine Bombe, dass sie storymäßig was weiter zu erzählen haben. Ach, da ist ja nicht eingeschlagen wie eine Bombe, das ist es ja. Nee. Ja, also zum Abschluss sei gesagt, ja, ist einfach nur ein Shooter, aber es hat Spaß gemacht, doch. Es hat schon Spaß gemacht. Shooter, ja. Aber ich glaube, Singleplayer, glaube ich, suckt das Spiel einfach nur und mit ein paar Leuten zusammen ist es noch spaßig, würde ich sagen. Jo. Ich bin froh, dass wir dann im Koop durchgespielt haben. Crazy sagt gerade, Fuse 2 wurde auf Eis gelegt. Ja, sag ich ja. Ja, nee, aber hat schon Spaß gemacht. Also ich bin jetzt so total. Enttäuscht bin ich eigentlich gar nicht, weil mehr habe ich mir jetzt auch nicht erwartet davon, muss ich sagen. Nö, genau, ich habe auch nicht. Also ich fand es cool, nicht. Wir haben Spaß gehabt und. Haben unsere Köpfe eingeschlagen und so halt, ne? Das können wir wieder verkaufen. Ja, für den Preis, was wir ja quasi bezahlt haben, kann man nichts sagen. Eben, genau sieht's aus. Für den Preis ist es okay. Also können wir wieder verkaufen und haben wieder Geld. Da kann man dann wirklich sagen, so Preis-Leistung stimmt. Ja. Also so nachdem jetzt, was ich jetzt so durchgemacht habe, also wenn ich da überlege, am Anfang hat es 69 Euro gekostet, hätte ich nicht ausgeben für. Also für das bisschen hier. Ja, am Anfang hätten wir es auch aufgegeben. Man hätte sich bloß drüber geärgert. Ja, also. Aber das ist viere, so lange wollte ich nicht machen. Also ich werde jetzt nur eh noch hoch und den Weg aber wirklich langsam mal ins Bett. Das kann man doch gleich ausmachen, Mann. Lass uns erstmal das Let's Play beenden. Oh. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall doch ganz lustiges Spiel. Grafisch muss man sagen, für die damalige, also wie lange ist das her? Also auch schon 1-2 Jahre her, sah es gar nicht schlecht aus. Ja. Also Mittelmaß. Knapp 2 Jahre, glaube ich. Mir ist jetzt der Kopf, das Gesicht ist mir jetzt aufgefallen, das sah ganz gut aus vor der Typ. Ja, bei dem Typen im Anzug, ja, fand ich auch. Ja, und. Ja, aber ansonsten, wow, Mittelmaß, war gut, wir haben Spaß gehabt, mehr brauchen wir nicht. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt. Und da gibt es eigentlich jetzt auch nichts zu sagen. Und. Jo, da würde ich sagen. Ja? Nochmal durchspielen müsste nicht sein. Nee. Will noch jemand was sagen dazu? Nö. Ist das so oder so? Naja. Es hat eben halt Spaß gemacht. Okay. 2013 war Release, okay. Alles klar. Okay, erst voriges Jahr. Ist ja gar nicht so alt, ne? Na dann, naja. Aber die Grafik, also dafür, dass es vor Jahr rauskam, ist die Grafik. Also dann muss man da wirklich Punktabzug machen. Also für 2013 ist die Grafik. Vor allen Dingen das Kantenflimmern. Also nee. Oh, jetzt kommt bestimmt. Kantenflimmern, Mann, das ist PS3. Da wirst du wohl kein Spiel ohne Kantenflimmern erleben. Ja, aber nicht so extrem wie hier an manchen Stellen. Das war echt extrem. Gerade wo das Raumschiff geflogen ist, das Geflacker, Alter, leck mich auf. Das war ja links, rechts, ja, überall. Klar. Jede Klappe hat geflackert, jede Linie, überall. Ich kam mir vor, wie wo wir mit in The Crew nach Las Vegas gefahren sind. Hat ja alle geflackert. Ja. Tja. Aber wenigstens ist noch jemand beim The Crew aufgefallen, dass es Kantenflimmern ohne Ende hatte. Ja, ich sehe auch vorhin voll geklatscht mit irgendwelchen Gemecker über Kantenflimmern. Aber egal. So, ja, vielen Dank jetzt, sagen wir mal, fürs Zuschauen. Ach Gott, was ist das für ein Abschluss? Sagen wir mal, liebe Zuschauer. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Dass du so lange dran geblieben bist. Mann. Genau. Ja. Und wenn ihr noch mehr irgendwelche Co-op-Let's Plays sehen wollt, dann doch mal Vorschläge einfach mal unten in die Kommentare posten. Genau. Vielleicht ist da ja mal ein Spiel dabei, was wir vielleicht noch nicht gespielt haben, beziehungsweise spielen, ja, was wir noch nicht gespielt haben, klar. Und kommt bitte nicht mit Resident Evil Raccoon City, das haben wir schon gespielt. Scheiße, oder? Das ist Kackspiel, totales Kackspiel. Ja, das glaube ich. Es geht. Nee, es war nicht so gut Kackspiel. Wie Hauptdinger, aber. Nee, es geht nicht. Ein Kackspiel. 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 Resident Evil Raccoon City ist ein Kackspiel. Kackspiel. Das ist von hinten bis vorn schlecht gemacht, das Spiel. Das ist einfach nur so ein 0815-Shooter, ne? Mhm. Auf Koop gemacht, mehr nicht. So, jetzt aber Schluss hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bye, bye.